Jedes Jahr wird in Lateinamerika Ende Oktober, Anfang November nach prähispanischer Tradition der sogenannte Tag der Toten gefeiert. Wie hier in Mexiko-Stadt gedenken Familien ihren verstorbenen Angehörigen. Der Tag der Toten gilt als einer der höchsten Feiertage. Altäre werden aufgebaut und Opfergaben dargebracht, darunter Fotos, Lebensmittel, Kerzen, Blumen und persönliche Gegenstände. Wir sollten stolz auf den Tod sein, denn am Ende des Tages ist der Tod unsere Mutter. Und ich denke, es sollte keinen Grund zur Trauer geben. Im Gegenteil. Es kann auch nicht grenzenlose Freude herrschen, denn Menschen, die eine geliebte Person verloren haben, können ihre tiefe Trauer nicht einfach wegwischen. Auf dem Friedhof im Bezirk Azcapotzalco in Mexiko-Stadt hielten die Menschen Gebetswachen ab. Die Festlichkeiten zum Tag der Toten, bei dem auch das Leben gefeiert wird, sind Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.